Okay, ansonsten ist jetzt aber, glaube ich, wirklich nichts mehr, was jetzt hier großartig interessant wäre. Goldteller schaffen wir nicht, Helm passen nicht, nee. Brock will erfolgreich, nee. Geheimnis Assassinenlos, keine Ahnung, was wir da machen sollen, ehrlich gesagt. Und Nemrock das Artefakt aus der Ruine im Norden bringen. Hm, das könnten wir noch kurz angehen. Auch wenn es eigentlich nicht unsere Richtung ist, ne? Liegt nicht so wirklich auf dem Weg, aber wir schauen mal. Ich weiß auch nicht, wo die Ruine ist, also... Das ist jetzt so auf gut Glück. Aber wir speichern mal hier drüben. Vielleicht sind die auch da, na eben, wir haben noch eine Karte gekriegt, vielleicht ist es ja auch verzeichnet. Warum ist denn hier Karten? Die Ork-Ausgrabungen. Nee, das ist bloß für die großen Tempel, okay. Nun gut. Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt einfach mal nach Norden und versuchen unser Glück. Wir werden schon irgendwas finden. Auch wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, wo genau wir vielleicht hingehen könnten. Aber vielleicht war dort, wo wir die Banditen tot gemacht hatten, ja irgendwas, wo wir eine Ruine mit eine Höhle mit Artefakten hatten. Tja, links oder rechts? Ich nehme mal links. Da geht es ja schließlich hin zu den Banditen. Das erscheint mir jetzt erstmal irgendwie erfolgversprechender. So, genau, da oben war das Banditenlager. Hier vorne nicht. Da gucken wir mal hier oben weiter. Aber ich glaube, hier war auch keine Höhle gewesen. Hier gibt es bloß Massen an toten Banditen, aber keine Höhle. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Jo. Keine Höhle, bleibst du oben, bleibst du oben, bleibst du oben, bleibst du oben. Geht doch. Ja, dann eben doch nicht. Wir können ja mal hier runter gleiten. Schlitter, Schlitter, Schlitter. Vielleicht fallen wir ja zufällig in die Höhle rein oder so. Ach, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal hier rüber. Vielleicht finden wir sie ja durch Zufall, wenn wir einfach blöd in der Gegend rumlaufen. Auch wenn wir jetzt schon wieder in Richtung Silden zurückgehen. Wir haben ja schon wieder hier tote Tiere rumliegen sehen. War da gerade was? Nö. Okay. Ja, Höhle. 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 Gib mir eine Höhle. Ich möchte eine Höhle. Ah. Ein Rebellenlager. Okay. Rebellen müssen sterben eigentlich. Gibt es ja einen Verantwortlichen? Könnt ihr das dann mal ohne Haken ablaufen? Gibt es ja einen Verantwortlichen? Jemanden mit Namen? Bozep. Ach, ich glaube, das ist das Holz... Nein. Das Holzfällerlager kann es ja nicht sein von Silden. Da gibt es ja keine Rebellen. Ja. Wir haben schon lange keine Rebellen mehr verprügelt. Das können wir eigentlich mal wieder machen. Bin ich sehr dafür. So, komm mal her, Minion. Ja. So sieht's aus. Du auch noch? So, und zack. Oh, wer macht denn sowas? Und du auch noch. Ja. Sterbt. Okay. Vielleicht redet der Bozep jetzt auch nicht mehr mit uns. Wäre aber auch nicht tragisch. Da hat er ja sowieso nichts zu melden gehabt. Aber den Jungen lassen wir mal leben. Der hat immerhin keine Rebellenrüstung an. Ne, Bozep? Nö, den stürzt auch gar nicht. Das ist super. Der lässt mich einfach gewähren hier. So, der hier drüben. Was war das für einer? Das war auch irgendeiner, ne? Ach, auch ein Rebell. Na dann. Deine Eltern haben dir den falschen Namen gegeben. Rebell. So, und die falsche Uniform. Ja, hat es jetzt auch nicht gebracht. Gut, wir gehen... Ja, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock, die Kisten zu plündern. Wir gehen einfach mal weg von dem Lager. Das schien aber doch irgendwie ein Holzfällerlager zu sein. Immerhin lagen überall Holzscheite rum. Und gehen in einem Bogen wieder zurück nach Süden. Ich glaube, das könnte passen. Ich gehe nach Silden zurück. Warum sagt mir das denn keiner? Da geht's nach Silden. Meine Güte. Da
Da war das doch das Holzfällerlager. Gibt's doch nicht. Wieso rennen da Rebellen rum? Naja, egal. Jetzt rennen sie nicht mehr rum und das ist das Wichtigste, das ist die Hauptsache. Jetzt sind die Rebellen Matsche. So. Ich würde sagen, wir kürzen gleich über den Berg ab. Das erhöht auch nochmal die Chancen, irgendwie auf eine Höhle zufällig zu stoßen. Und das mache ich mal wieder mit meiner tollen Hüpftechnik. Damit habe ich schon ganz Nordmar durchquert auf direktem Wege, ohne irgendwelche Kurven gehen zu müssen. Ich habe jeden Berg schon so bezwungen. Auch wenn ihr jetzt nichts seht teilweise, weil ich durch irgendwelche Büsche hüpfe. So. Ja, ja, ja. Da oben ist was. Vielleicht ist es auch bloß das Lager der Banditen oder so. Aber ich will wissen, was da ist. So. Wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher. Auch wenn ihr das nicht so seht. So, mal ein bisschen hier rumdrücken, damit es schneller geht. Ganz konzentriert. Ist spannend, oder? Ist spannend. Ist spannend. Und dann kommen wir am Ende wirklich bloß bei diesem verschissenen Banditenlager raus. Na, dann würde ich aber kotzen. So. Gibt's denn hier keine nicht ganz so steile Ecke? Ich habe das Gefühl, es ist nicht gut, dass ich mich hier hin und her bewege. Dadurch scheine ich irgendwie nur noch weiter abgetrieben zu werden. Aber mir muss es doch irgendwo eine etwas flachere Ecke geben. Ach Mensch. Aber glaubt mir Leute, damit kann man Berge erklimmen. Ich bild mir das nicht ein, aber ich glaube, hier ist es gerade wirklich zu steil. Man kann eben doch nicht jeden Berg beklimmen, ja, ja. Besteigen. Wisst schon, was ich meine. Komm schon, du schaffst es. Du schaffst es, du hast es nicht weit. Ja, 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 jawohl. Sag ich doch, ich schaff das. Nein, es ist wirklich bloß das Banditenlager. Ich werde bescheuert. Warum tue ich mir das an? Warum bin ich denn so blöde? Ich hätte einfach drum rumgehen können. Ach Mensch. Man hat's nicht einfach, hä? Ach komm, wir stürzen uns gleich hier drüben runter, da sind wir noch nicht gewesen. Wobei, nee doch, wir gehen mal... Es muss ja im Norden sein, also muss es ja irgendwo hier sein. Wir gehen mal drüben lang. Oder war ich da vorhin schon? Nee, da bin ich doch schon gewesen. Dann gehen wir hier unten lang und schauen mal, ob wir da was machen können. Irgendwo muss ich doch so einen blöder Höhleneingang finden lassen. So. Warum ruckelt es schon wieder so extrem? Ich arbeite übrigens wieder mal mit externem Lüfter, also eigentlich müsste es kühlen. Aber es kann auch sein, hä? Ja, bei den Außentemperaturen kann es auch sein, dass der externe Lüfter einfach nicht so viel bringt. Ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich das Ganze wieder vergessen habe. Es sind gerade, ich glaube 35 Grad sind es gerade draußen. Also wir haben jetzt gerade hier die schönen warmen Tage. Ja, in Deutschland. Alle jammern sie immer rum, dass es zu kalt ist. Und wenn es dann so warm ist, dann jammern sie auch alle wieder rum. Also ich find's schön. Mir gefällt das. Wir hatten jetzt das Wochenende Stadtfest in Dresden und da war ich gestern gewesen, mehrere Stunden lang in der prallen Sonne gestanden und mir irgendwelche Sachen angeguckt. War toll. Hat mir gefallen. Oh, hier geht's. Ha, ha, ha. Nee, da geht's mir zu sehr runter. Oh. Oh, Glück gehabt. Gut, aber irgendwo muss doch hier ein Abstieg möglich sein, oder? Vielleicht auch ein Abstieg ohne Ruckler, das wäre auch geil. Wow. Ach, easy. Passt alles. So, da hinten, da geht's doch bestimmt wieder mal nach Süden zurück. Ja, ja, hier ist doch schon der See. Ich sehe es doch schon. Ach, Mensch, ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis. Das ist doch Mist. Guck mal, was hier dran steht. Süden? Trelis. Trelis ist eigentlich gut. So, das ist einfach nur der Weg nach Geldern, wenn wir hier dann... Ne, da war ich ja schon. Komm, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, nochmal lang zu gehen. Dann gehen wir einfach nach Trelis. Auf nach Süden, ab in die nächste Stadt. Trelis, der letzte Ort vor Varant. Bald haben wir es geschafft. Bald sind wir in der Wüste. Ich freue mich. Wunderbar, ich weiß noch gar nicht, wie wir dann in der Wüste vorgehen. Also... Von der Reihenfolge her, wie wir unsere Rundtour beenden hier. Oder, nein, nicht beenden, wie wir sie durchstehen. Ob wir erstmal nach Osten machen, nach Lago, oder ob wir nach
Nee, nach Westen wäre sinnlos, aber wir könnten direkt nach Süden, nach Mosul gehen. Aber ich glaube, wir nehmen dann den langen Weg, wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Noch müssen wir ja... Da unten ist Süden? Ach, es ist runtergefallen, aha. Noch müssen wir ja Trelis hinter uns bringen. Müssen ist auch gut. Wir hätten auch gleich am Anfang, als wir in Ardea fertig waren, runterschwimmen können oder sowas. Geht auch, gibt's auch manche. Die schwimmen dann direkt erstmal nach Varant und holen sich die fetten Erfahrungspunkte dafür ab, dass sie Varant erreicht haben. So, ich speichere mal. Denn ich weiß noch, hier gab es irgendwo ein Quest, wo man Wölfe in einer Höhle platt machen musste und die haben ganz schön rumgecheatet, die Wölfe. Scheint aber nicht diese Höhle gewesen zu sein. Abgebrochen. Na sowas. Wie konnte das nur geschehen? Was haben wir denn da? Krankheit heilen, Nebel und Eislanze. Ja, lässt sich bestimmt gewinnbringend verkaufen. Passt schon. Jo, ist ja ansonsten eigentlich... Ja, komm, wir machen jetzt Zitronen auf und dann wieder weg hier. Wollen wir uns nicht allzu lange an irgendwelchen komischen Höhlen aufhalten. Den restlichen Mist sammle ich jetzt nicht erst mit ein. Schön, dass der Junge es auch gleich beim ersten Mal hinkriegen kann. So, hier vergessen, Heilung, Feuerball. So, okay. Da haben wir wieder ein ganzes Arsenal an Zaubersprüchen jetzt gleich hier. Und alles wird dann wieder mit einem Mal verkauft werden. Na sowas. So, ab gen Süden. Wir brauchen schon wieder zu lang. Also ich brauche zu lang. Also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt so überlegt, das ist ja schon die 8. Aufnahmesession mittlerweile, habe ich mitgekriegt von Gothic 3. Und wir haben noch so wenig geschafft. Also ich habe so festgestellt, eigentlich sind Rollenspiele doch was nicht so Gutes zum Let's Playen, finde ich. Weil 50 Folgen, finde ich, ist schon so ein Punkt, wo ich sage, so lang ist eigentlich ein Let's Play, hat es eine gute Länge. Und wir sind ja jetzt schon bei fast 50 Folgen. Vielleicht auch schon drüber, ich weiß es nicht. Nee, sind wir noch nicht drüber, aber bei fast 50 Folgen sind wir. Und wir haben ja noch lange nicht das Ende erreicht. Also wir haben ja noch ein ganzes Stück vor uns. Da muss ich dann schon sagen, so ein Rollenspiel zu machen, das ist vielleicht doch schon ein bisschen zu viel. Habe ich auch schon festgestellt, wenn ich mal so bei anderen Let's Playern mir irgendwelche Rollenspiele mit angeschaut habe. Das ist dann schon ganz schön mühselig, wenn man in die 100 Folgen reinkommt. Und bei mir werden es garantiert auch mehr als 100 Folgen werden. Und ich weiß gar nicht, was ich gerade gucke eigentlich. Ich wollte auf die Karte, genau. Okay. Aber ich will ja auch so viel wie möglich mitnehmen. Ich will ja hier nicht durchrushen wie so ein Bescheuerter. Das wäre ja auch irgendwie blöde. Und da ja die anderen Projekte auch irgendwann enden, da ist es dann nicht ganz so abwechslungslos, nee, wie heißt denn das? Eintönig, sagen wir eintönig. Dass wir immer nur dieselben Spiele haben, wobei ich ja jetzt schon auch wirklich lange dieselben Projekte am Laufen habe, ne? So. Da müssen dann mal wieder kürzere Spiele her, muss ich mal schauen, ob was auffindbar ist. Oh! Ja, speichern. Noch mehr habt ihr nicht gefunden, wa? Geht ihr? Ach nee, ihr macht Formationslauf, okay. Also wenn die jetzt, ja, wollte gerade sagen, wenn sie weiterlaufen, dann lasse ich sie in Ruhe, aber die bleiben ja gerade da stehen. Komm mal hier, Junge. Los, ich will nicht alle auf einem Haufen haben. Aber ich befürchte, die werden sowieso alle kommen, wenn jetzt der erste kommt. Oder? Doch nicht? Das ist natürlich gut. Schön. Oh, ha, ha. Husa. Ja. Genau so. Ja, jetzt aber. Oh, jetzt wird's lustig. Oh, super. Das ist ja unfair, was ihr macht.
Ihr könnt doch nicht euren taktischen Vorteil fürs Rudelkämpfen hier ausspielen. Das geht doch nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich gehe dann mal, aber war schon zu spät. Ja, lassen wir das mal lieber. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir das lassen. Gehen wir einfach an denen vorbei und lassen sie unbehelligt da weiter in ihrem Rudel leben. Wir wollen ja nach Treles und nicht hier zum Wolfsmörder Nummer 1 werden oder so.